Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Dieses Spiel hier, Tote Insel, Dead Island mit Kirschi und mir, dem Freddy. Hallo. Hallo. Ich bin Freddy. Moment. Wir sind hier schon reingelaufen, weil vorne immer Zombies spawnen. Das ist nicht so lustig. Wir gehen hier nach unten und... Bonjour, Meister. Ja, servus. Lel. Was ohne genau? Zerbrechliche Militärmachete. Ist sie denn drin? Ja. Die ist in ihm. Und da ich glaube 300 Schaden ist gar nicht so gut, oder? Habe ich noch eine Waffe, die nicht voll abgegriffen ist? Okay, Eigenbaumesser ist, glaube ich, sowieso schon mal Müll. Auf jeden Fall erstmal nicht upgraden, sondern reparieren. Reparieren war wichtig. Zauberstab. Da fehlen mir... Was macht denn der Zauberstab eigentlich? Der macht Strom. Ich habe aber, mir fehlen 2 Draht dafür. Soll ich dir 2 Draht geben? Ich habe 8. Moment, irgendwas ist hier noch an der Ausweis hier an der Wand übrigens, an der Pinnwand. Wenn du mir 3 Draht geben würdest, dann könnte ich sogar auch die glorreiche Strohflinte bauen. Das wäre richtig geil. Nimm Handel an. Ich versuch's. Ah, ich drücke auf G statt auf F. Ich bin dumm. Hier. Ein großes Danke. Kein Problem. Dass wir 2 Sachen bauen können. Oh. Modifizieren. Ich habe nur die eine. Modifizieren. Ich habe echt Bock auf den Händler. Über. Ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal gekommen, was? Jetzt fehlt mir für den Zauberstab doch wieder ein Draht, Alter. Wisst? Darf ich dir noch mal einen bitten? Ja. Geil, danke. Kannst du mir Diamanten dafür geben? Okay. Dann kann ich das Developers-Ding machen. Bald. Also. Ja. Bald möglichst. Also fehlen halt immer noch 2 Stück, aber wenn wir nochmal 2 finden, also einen finden, dann haben wir beide noch einen, dann können wir das bauen. Ah, welcher ist der? Welcher ist der Schaden? Hier ist dann 10 Abwasserkanäle, okay. Die Pistolen sind gar nicht so krass viel wert, muss ich sagen. Okay, Axt ist halt auch nichts. Okay, Eis sind schon relativ okay wert, muss ich sagen. So, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier mein Inventar sortiere. Keinen neuen Upgrade. Ja, geile Sachen hier. Okay, Haltbarkeit von. Ach, Haltbarkeit von modifizierten Waffen. Das ist natürlich nicht so cool. Ich dachte, das ist einfach Haltbarkeit von allgemein. Also klar, modifizierte Waffen benutze ich auch mittlerweile, aber ich dachte, das ist allgemein eher. Kritische Treffer würde ich machen. Wir müssen nochmal eine Chance auf kritische Treffer. Also wenn der Feind relativ tot ist. Sofortigen Tod, okay. Na okay, ist relativ nutzlos. Blutungsvergiftungsschaden. Ja, vielleicht soll ich dann doch auf Blutungsvergiftungsschaden gehen. Dann okay, das gleiche machen dann das hier auf jeden Fall noch skillen. Und dahin. Das. Die hier, genau. Die kommt wohin? Hier, was hat der? Wo ist der? Da ist die Baseballschläge. Ja, komm, dann mach. Wieso ich das nicht geskillt? Bin ich dumm? Sind wir das nicht alle? Ich habe Schaden mit scharfen Waffen nicht. Ach Gott. Wissen? Ich habe nicht geskillt, erhöht den Schaden mit allen scharfen Waffen, aber ich habe geskillt, erhöht den Schaden, wenn du Feinde von hinten mit Nacken angreifst. Ich dachte, das sei dasselbe. Ich war einfach nur komplett lost. Oh! Ja, gut. Wie sieht's bei dir aus? Ich mache hier gerade noch einen Fähigkeitenpunkt und jetzt bin ich aufbruchbereit. Nice, dann können wir abhauen. Also, wir haben noch extrem viel in der Stadt zu tun. Also, mich wundert, dass halt dieses Rathaus-Ding so komplett so ein extrem langes Ding ist. Ja, schon. Und jetzt müssen wir durch die. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt. Hallo. Ich kann
Ne, was wollte ich, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, die ist komplett lang, die Kanalisation hier. Mit 400 Metern. hier. Da ist der Zauberstab. Ich auf der Stelle zu laufen. Infizierter. Er ist im Boden. Ich sehe, dass du deinem Infizierten Schaden machst, aber ich sehe den Infizierten nicht. Ja, steht in der Wand. Ach so, ja dann. Da, ich habe gerade Fortschritt für das Achievement Töte 5x4 mit einem Schlag bekommen. Ich glaube, ich habe ihn geschlagen und dann ist er irgendwie durch den außerhalb des Spielbereichs gestorben. Was? Okay, das war ein Zombie, kein Zombie, das war ein Mensch, also eine Leiche. Ja, Leiche, Mensch. Oh, ich bin reingefahren. Bäh. Au. Oh, Zucker. Au, ich dachte eigentlich, dass er auf dich noch fokussiert ist, aber er hat dich auch hier angepackt. Aui! Der hat mich gerade fast gekillt. Ja, mich auch. Ich bin erst ein bisschen entfernt. Sehr schön. Sind wir hier schon drin? Ja, anscheinend waren wir hier schon drin. Also auf jeden Fall ist da nichts. Polizeiknüppel ist und bleibt eine der besten Waffen. Was gut ist bei den verrückten Gegner, also in der Zwangsjacke, die macht mir ja von hinten Schaden. Ich habe ja, dass ich 60-80% mehr Schaden mache von hinten. Au, ja. Also ich glaube, für die bin ich gut geskillt. Oh ja. Was auch noch, Sip? Ich habe mir den Ball gerade genommen. Passt schon. Okay. Kann ich direkt wieder meine Waffe reparieren? Fühlbar. So ein Zombie? Ja, bist du. Klein Schnitt und klein Schnitt. Okay. Zack. Schnitt. Da oben ist ein Boomer. Also kein Boomer, ein Suicider. Ach so. Ah, he gone. Lappen. Also das, was du gerade aufgesammelt hast. Ja, aber er ist auch ein Lappen. Ja. Ich hätte gern Mittelalterwaffe in dem Spiel. Ja, so eine Kriegsachse, ja, oder sowas. Wäre schon geil. Hey, das Ding lebt ja. Und es haut mich gerade halb tot. Mit zwei Schlägen. Das Fick-Ding. Was? Damn, it's getting old? Huh. Wenn du das sagst, also für mich ist das jetzt nicht so. Oh, da ist ein Lappen. Da war ein Lappen, meinst du? Mhm. Ah, wir müssen hier lang. Also die anderen, wie kann man so wissen erkunden, es lohnt sich ja nochmal lang zu schleichen und gucken, ob wir noch irgendwas finden vielleicht. Würde ich sagen. Also, ja, okay. Bei Mittelalterwaffen und der Art von Gore denke ich ja an Blade and Sorcery, aber es ist leider kein Multiplayer. Und es ist VR. Ja, und? Ja. VR ist halt nicht so entspannt wie einfach am PC sitzen und Sachen machen. Hä? Im VR kann man auch sitzen teilweise. Blade and Sorcery allerdings nicht, glaube ich. Das ist schlecht. Ja, ich habe auf jeden Fall schon wieder richtig aufs Maul bekommen hier. Bist du vielleicht noch irgendwo einer? Da! Boom! Ich heim einfach mal. Ich glaube, es ist ein großes Medikit. Heil dich 100 Mal mit einem Medikit. Oh. Alter. Ist ja gerade so aus, als würdest du auf mich einschlagen. Ja, habe ich auch vermutlich. Geil. So, Spiel. Was hast du noch für uns? Das ist ein mittleres Medipack. Ich glaube, ich habe ein großes verwendet, weil immer wenn man hart drückt, nimmt man, glaube ich, das größte Medipack, was man direkt hat. Oder was man braucht, ich bin mir nicht sicher. Kurz was Licht ausmachen, damit sich meine Taschenlampe ein bisschen regeneriert. Ja, das ist ein Hurensohn. Schnitt, Schnitt. Bah. Wir müssen hier geradeaus weiter. Ah, eine Wasserleiche bist du. Sorgt dafür, dass du eine Leiche bleibst. Aua, okay. Unterlassen sie dies. Ah, der Boomer ist eine Wasserleiche, okay. Anscheinend. Also ja, macht natürlich Sinn, er sieht aus wie eine.
Bisschen aufgequollen. Ja, ja, also, eigentlich wäre das dann Bloater. Das stimmt. Englisch zumindest. Ja. Ah, das ist ein Energy Drink. Na komm! Ich bin ein Energy Drink. Danke. Ich hier den. Oh, der war schon tot, okay. Okay, okay. Nee. Verenden Sie. Der überlebt ein bisschen mehr. Oh, ein Bum-Bum. Eis. Er hat seinen Kumpel getötet. Beim Kopf. Ja. Selbstmörderfleisch. Hier ist noch ein Sip, wenn du einen brauchst. So, hör mich wieder vor. Ich hab mich geheilt. Momentan nicht, danke. Ich bin effektiv wieder basically voll. Nice. Waren wir hier nicht schon? Wir waren in einem ähnlichen Ding. Aber ich glaube, hier ist das Wasser nicht besser. Stimmt, ja. Au. Der Bloat hat mich angespuckt. Ja, das hat er bei mir auch schon gemacht, der Hurensohn. Erstmal gleich Zip gehören. Denkst du, dass du wahrscheinlich nicht so viel Munition hast für die Waffe? Hm? Aui! I'm dead! Okay. Ja, das kam auch für mich jetzt etwas unerwartet, aber... Oh, die hat Diamanten gehabt, die Dame. Hot. Wenn du jetzt auch noch Diamanten aus der Raus kommst, mir die gibst, dann können wir das Ding bauen. Leider habe ich keine Möglichkeit, aus ihr Diamanten rauszuholen. Mistspiel. For real. Ich brauche noch einen Diamanten, dann habe ich ein Developers-Ding. Was auch immer das ist, ja. Ich gehe mal hier hoch und guck mal, was hier ist. Vielleicht ist da ein Diamant, ne? Das kann natürlich sein. Das sind nur Ziegelsteine. Ich glaube, hier waren wir und haben was gemacht. Das halte ich für möglich. Na, hier ist eine Spitzhacke, wenn du einen möchtest. Hat Wucht von 500. Das ist viel. Ist schon ganz ordentlich, aber die der Schaden auf Zeit ist nicht so geil. Das stimmt. Ah, hier gibt's eine Kiste. Können wir denn was tun oder ist sie einfach nur so da? Scheint nur so da zu sein. Schade. Ja, es gab Fallschaden im Spiel, oder? Ja. Oh. Zum Glück bin ich auf meine Kiste gerade gefahren, sonst hätte ich mir, glaube ich, ein Beinchen gebrochen oder so. Ja, jo, passiert, gell? Ich versuche mal das nachzumachen. Okay, ich habe mir ein Beinchen gebrochen, obwohl ich auf deine Kiste gefallen bin. Nice, ich bin zum Glück ein bisschen an der Leiter geblieben. Na, du bist doch am Leben, gell? Gib's zu. Ja, sag ich doch. Now you did. Oh, hey, Energy Drink, Junge. Also, zip. Was ist da hinten eigentlich? Das sieht aus wie eine Tür, die relevant ist. Man kann sie nicht mehr öffnen. Danke für absolut nichts. For real. Okay, das Spiel sagt, wir sollen da, aber eben hat es, glaube ich, gesagt, wir sollen hier lang. Okay, wir können anscheinend überall lang. Wir haben eine Menge Möglichkeiten. Da ist ein Selbstmörder. Das ist ein tatsächlich toter Zombie. Hilft doch. Ah, da ist er ja. Ui, ui. Es ist schon effektiv, einfach da einfach ein Messer reinzuschmeißen. Oder irgendwas reinzuschmeißen. Zu reparieren? Haben wir noch was anderes? Noch mehr oder minder am Leben, ne? Ey! Hinfort! Bumm und bumm. Ich schnauze, du Huren. Lebt ihr noch? Nur. Na, die sind hinüber. Man kann nicht treten, wenn man sitzt. Also, wenn man geduckt ist. Ich dachte, das könnte man. Aber habe ich nie probiert vorher, meine ich. Ja, ich jetzt auch nicht. Aber es geht ich anscheinend nicht. Wie du hast gelernt. Ja, ich meine, macht schon Sinn. Wenn ich das in echt versuchen würde, dann würde ich mir alles brechen. Ja, wahrscheinlich. Aber, ne? Auf die Schnauze, du Bitch. Eine Stompung?
Haben wir gerade synchron gestompt? Kann gut sein, ja. Das ist doch neu. Wir sind so in sync. Lebst du noch, werter Herr Zombie? Ja. Das geht aber nicht. Da gibt es mal einen Arm für ab. Das ist richtig, so hätte ich auch gemacht. Ein Zombie. Oh, da ist ein Bloater. Das ist halt lustig. Ich gehe einfach hin und schlage auf ihn ein, bis er umfällt und es geht. Ja. Klappt. Ich weiß nicht warum. Ja, irgendwo war hier. Irgendwas ist hier oben noch. Hier ist noch so ein Portal-Ding. Was ist das hier? Da hängt. Ey, du lebst ja auch noch. Hast gelebt. Und was ist da oben? Eine Kiste und hier ist nochmal irgendwas anderes. Zuckersturmmesser. Schädel Violett. Oh, ich habe noch einen Schädel bekommen jetzt. Oh, okay. Wir sind schon mal gut eigentlich. Ist es die Frage, ob wir zurück in diese andere Kanalisation müssen und das da aktivieren oder nicht? Also ich habe den hier gefunden. Oder ob die halt alle eine eigene Position haben. Das ist die Frage. Das ist in der Tat eine relevante, interessante Frage. Ich würde jetzt eher auf Weiteres schätzen, aber wer weiß das schon, aua. Hier links ist auch noch ein Portal. Ich bin hier denn alle hin? Du bist doch am Leben, oder? Zu den Slums, okay. Blums. Oh. Oh, da kann ich gar nicht durch. Und was ist denn hier hinten? Ah, hier hinten ist auch noch was zum Hochgehen. Hier können wir auch zu den Slums. Ja, cool. Sind wir in den Slums? Also waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt, dachte ich. Ja, aber ich glaube, die meinen doch, dass es das Abendviertel ist, also die Slums, oder? Kann sein, ja. Eine hinfällige Universalaxt. Heißt, hier sind auch Slums wahrscheinlich? Genau, okay. Also wir können ja in ziemlich viele Orte in den Slums gehen. Wobei ich sagen muss, dass ich lieber in den Slums umherwuseln würde. Ja, auch. Weil an der Oberfläche ist halt hell und nicht überall Zombies, denen du nicht ausweichen kannst. Hier ist ein Zip, wenn du einen möchtest. Oh, wo? Da. Ja, ich hab ihn. Dankeschön. Zip, 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 zip. Oh, da ist tatsächlich einer, okay. Ich glaube, das ist einfach die Taktik, wie man die Gegner besiegt, einfach so lange draufschlagen, bis sie aufhören zu leben. Also was? Einfach. Ja, einfach Richtig komplett Taktik, cool. Alter. Weil ich wüsste nicht, was man sonst mit dem machen soll. Ja. Das war ein Snack, nicht. Den braucht ihn nicht. Ist hier oben was? Die Luft jagen, I guess, keine Ahnung. Ja, Zombie. Und er versteckt sich da hinten, wir können ja nicht rausholen. Ah, ja, kommen wir nicht rein. Servus! Schade, da war nämlich gerade kurz ein E. Ich hätte damit noch draufdrücken wollen. Das hätte mich eventuell hinter die Gitter geportet. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Aber sag ich so, wollen wir sie wirklich riskieren? Schon eigentlich. Wir müssen eigentlich jetzt zum Ausweichen für kurz gucken, was hier ist, weil es interessiert mich doch. Weil wir haben jetzt den Schädel, vielleicht können wir ihn irgendwo platzieren. Jo. Okay, hier geht's auch wieder raus, wahrscheinlich zu den Slums. Ja. Okay, wir können in sehr viele Slums gehen. In den einen Slum, aber in sehr vielen Auswegen. Die Stadt ist umgeben von Slums. Oh. Weitergehen. Oh, mein Polizeiknüppel knüppelt nicht mehr so richtig. Da ist ein Selbstmörder. Na, dann mach doch dein Ding, du Hurensohn. Was haben wir? Schau noch am Leben. Gewesen. So, was haben wir hier? Es geht hier ganz schön. Haben wir eine Karte eigentlich? Natürlich nicht. Warum sollten wir eine Karte hier haben? Ja. Nee, gar nicht erst aufstehen.
Okay, hier geht's zu den Slums. Welche Wunder. Wow. Damit konnte niemand rechnen. Ja. Okay, wir haben jetzt einen violetten Schädel. Wo könnten wir ihn unterbringen? Vielleicht müssen wir dann auch nochmal durch die Kanalisation und dann kommen wir eh nochmal da vorbei, keine Ahnung. Wer weiß. Also das war ja auch nicht so, dass es so mitten im Weg war, da war ja auch so ein bisschen versteckt. Da mussten wir auch hochklettern, Zombie totprügeln und dann nur durch eine Tür gehen. Mein Geld. Aber es kann natürlich sein, dass wir nochmal vorbei müssen, aber wer weiß halt, ne? Ja. Irgendwer wird schon wissen. Wir gehören nicht dazu. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt dieser Zombie. RIP-Zombie. Oder RIP wir? Wer weiß. So, was haben wir hier noch? Ja, das haben wir. Dem Sinn. Okay, geht's auch so. Ich dachte, dann kann ich die Tür aufmachen, aber nö. Das sind direkt die Slums. Gut, dann haben wir hier es, glaube ich. Ne, hinten waren wir noch nicht. Das einzige, wo wir noch nicht waren. Und da geht's zu den Slums. Mensch, wer hätte damit rechnen können? Aber hier geht's auch noch weiter. Junge, geht's hier weiter. Wir sind doch 20 Kilometer durch diese scheiß Kanalisation gelaufen, jetzt gehen wir hier nochmal lang? Also, hier gibt es nur eine Kanalisation, die nochmal genauso groß ist? I guess. Ist hier irgendwas für uns? Hm. Hallo, Zombie. Oh, super. Kampfdoppelklinge und Musik. Aber kein zweites Copyright Ding. Claim. Ja, Copyright Claim wichtig und richtig. True. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt aber alles erkundet, was wir erkunden konnten. Das heißt, wir können jetzt theoretisch rausgehen. Hm. Hui. Wo gehen wir jetzt überhaupt raus? Gehen wir jetzt zu diesem komischen Klärwerk-Ding? Weil ich meine, da sind wir reingegangen. Ja. Ich habe keine Location, keinen Plan, kein... Ja, ich will nur Zombies verkloppen. Ja, mittlerweile können wir sie kaum noch verkloppen. Wir müssen sie ja mittlerweile zerstückeln und zerhacken und alles. Auch wieder. Da ist ein Zombie, wo wir gerade bei waren. Hacke. Okay. Wurdest du gerade einfach geportet? Ich kann immer, wenn du schon irgendwo bist, wo ich noch nicht bin, B drücken und dann steht da zu einer Spielanreise und dann bin ich direkt bei dir. Wir sind komplett woanders, wo ich, also als wir eigentlich war. Eigentlich komplett. Okay, wir sind wie 2 Meter weiter weg, glaube ich, oder? Mal kurz auf die Karte. Schnelle Reise, Werkbank. Ne, wir sind bei der Kirche wieder. Mhm. Oh hey, das sind ja einige. Wow, what the fuck ist mit seinem Schädel? Ich würde gleich mal gerne einen Händler aufsuchen, bevor wir mit der Quest weitermachen. Oh, gerne. Arschtritt! Feuerwehr! Ich weiß nur leider nicht mehr, wo die alle sind. Also wenn wir bei einem Ort sind, wo ein Händler ist, dann weiß ich, wo der ist, aber... Also dann kann ich mich dran erinnern, aber... Ich wüsste nicht spontan, wie wir jetzt zum Händler kommen, von unserer jetzigen Position aus. Ja, ich... weiß auch nur, dass da welche sind, nicht wo. Ach Moment, hier waren wir noch gar nicht. Also in dem Gebiet hier, also wir waren hier schon, sind auf der Hauptstraße wie lang gelaufen, aber so hier oben waren wir halt noch gar nicht, das ist ein schwarzer Punkt auf der Karte. Oh. Na servus. Nicht leben, Freund, liegen bleiben. Ja. Warum schwebst du? Hör auf zu schweben. Du bist ein Geher, ich dachte du bist ein Schläger. Ernüchternd bist du. Das ist ein bisschen zerhackstöckelt. So, hier sind Sips, wenn du benötigst, oder? Ja, einen nehme ich. Der Hackfleischhackende Zerhackstückler. Okay, da ist der spielbare Bereich schon wieder verlassen, wenn man gegen den Bus springt. Auch gerade gemerkt, ja. Ermüdende Sicht. Du hast noch Loot? Klar, ich habe auch einen Stachel drin in meiner Tasche, falls irgendjemand mich looten möchte. Ja, klar. Alles andere ist ja unhöflich. Danke. Halt dran, gibt man Blutungsschaden.
Da ist eine Kiste mit Müll. Au, da hab ich getroffen. Und gelevelt. Nein, one. Dann einmal kurz skillen. Ich würde sagen, dann skill ich erstmal das hier, weil scharfe Waffen einfach mehr Schaden machen, ist halt cool. Scharfe Waffen sind scharf. Das stimmt natürlich. Außer sie sind nicht mehr scharf. Ja, dann sind sie stumpf. Dann sind stumpfe Waffen. Okay, da ist ein Portal. Das heißt, da geht es vielleicht in die Kanalisation rein. Ja, hier geht es in die Kanalisation rein. Ah. Wie viel Schaden macht das Ding jetzt? 400 nur, aber irgendwie würden wir ja gerade 1000 Schaden immer angezeigt. Interessant. Da ist ein Selbstmörder. Schnitt. Bruch. Ah, wir sind bei dem Händler. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier bei dem einen Händler, wo wir links. Wo hier vorne rechts und wo links einer von den Dicken war. Genau, und da war noch ein Hydrant, den wir zu machen mussten. Oh. Na ja, jetzt gucken wir das hier. Das kann ich, denke ich, verkaufen. Nein. Ja. Nein. Doch. Ich glaube 300. Okay, dann kann ich die auf jeden Fall verkaufen, diese komplett scheiße. Aber 350 Basisschaden, ich weiß gar nicht, was gut ist für eine Waffe. Ja, ist auch nicht so richtig. Ich glaube, das kann man. Ich glaube, 340 für eine Basiswaffe ist schon nicht schlecht. Okay, dich behalte ich dann nochmal oder hatte ich eine bessere? Schraubenschlüssel. Nicht verkaufen. 498, 477, 440. Das verkaufe ich. Die Machete müsstest du weg, aber die ist halt so haltbar. Ich hätte halt gerne richtig starke Machete gerne. Hm, sehr verständlich. Und du warst schon mal 500 sogar. Ja, kannst du auf jeden Fall weg. Und dann kann ich. Ah, ich habe eine Eigenbaumachete. Die kann ich vielleicht upgraden, wenn die gut ist. Waffenbank war ja auch hier vorne. Ah ja. Das kann man auch. Zack. Zack und zack. Oh, ich habe schon wieder ein leichtes Küchenmesser genommen. Weg mit dem Mist. leichtes Küchenmesser. Fallen lassen. Die sind alle nicht das, was ich gerne hätte. Ich brauche noch ein Diamantenspiel. Ja. Gönn nochmal Diamanten. Okay, 512 ist gleich meine stärkste Waffe. Und ist eine Machete sogar. Dann könnte ich die auch auf Starkstrom schalten. Okay, Schocker ist einfach nur kleineres Starkstrom, oder? Hm. Ja, Bauplan. Kann man sieht auch irgendwie nicht, wie gut die sind, oder? Also man, wenn man es baut vielleicht. Ja. 2. Das bringt 4 und 1, okay. Oh hey, ja, da kann ich mir meine Sachen reparieren. Ja, komm her. Jetzt. Dann geht die Haltbarkeit ein bisschen runter, aber die ist halt schon echt gut. Upgrade und dann reparieren wir die nochmal. Können wir das Hackmesser? Ja, perfekt, dann würde ich sagen. Wird dann die Machete. Die ist schon ausgerüstet. Okay, dann passt das ja eigentlich anders, oder? Nehmen wir das, möchte ich auch ausrüsten. Du bist noch relativ schnell. Zombie. Die Axt muss ich leider mal ablegen. Ablegen und dafür dann das Hackmesser auf den Slot legen. Also, ich würde die Axt halt gern weiterverwenden, aber die ist halt echt nicht so gut. Super. Da können wir einen Snack nehmen. Dann kann ich überraschend wenig Schaden. Kann ich nur was verkaufen, Freund. Irgendwas gut. Oh, wir können sogar Granaten kaufen, aber ich glaube, das hast du schon mal gesagt in einer der letzten Parts. Ich habe übrigens mittlerweile fast 90 Mal Alkohol im Inventar.
fast 90 Alkohol? Ja. Das ist ein bisschen was. Also ich habe genau 89 Alkohol mit. Okay, jetzt nicht mein Bestes, mein Zweitbestes, aber die ist halt immer noch sehr stark. Naja, in Wiesbaden reicht das auch nur für eine Nacht, ne? Ja. Genau, wenn wir mal auf die Zeit gucken. Oh, ich sehe die Zeit. Lasse mich kurz noch eine Sache, die ich gerade eben aufgehoben habe, verkaufen. Ja, okay, kann ich auch noch machen, das dumme Messer hier. Kaufe ich es einfach. Nummer 100 gemacht. Ja, kann ich ficken, ne? Ja, gut, wo ich den jetzt her habe. Ach, das war sogar der. Ja, gut. Ja, lass ich dich auch noch verkaufen. Ja, fertig. Und dann hoffe ich an der Stelle, es hat euch gefallen. Und man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.